Kolleginnen und Kollegen, ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 54, Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Erlass zu Kastenständen Rechts- und Planungssicherheit für hessische Schweinehalter wiederherstellen, Drucksache 19/4453 aus 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 60, Dringlicher Antrag der Fraktion von CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend im Beschluss der Agrarministerkonferenz zur Schweinehaltung umsetzen, 44/16/60 aus 19. Kolleginnen und Kollegen, und jetzt hat nur noch das Wort Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich bin ja jetzt oft gefragt worden, warum denn dieser Antrag dringlich sei. Meine Damen und Herren, wenn man sich die Geschwindigkeit anschaut, mit der die Landesregierung einen Erlass herausgegeben hat, der vielen Schweinezüchtern in Hessen das Leben schwer machen wird, und dann sei uns einfach auch gestattet, dass wir sagen, jawohl, dieses Thema ist sehr dringlich. So komisch, wie es scheint, ist es nicht. Denken Sie immer daran, wenn Sie das nächste Schnitzel essen, dieses Stück Fleisch musste auch irgendwann einmal produziert werden. Und das hat einen sehr ernsten Hintergrund. Denn gerade was die Schweinezüchter anbelangt, sind wir im Moment vielleicht auf einer etwas besseren Fahrt, was die Preise anbelangt. Aber die Schweinezüchter in Hessen und in Deutschland haben es, weiß Gott, nicht einfach. Und genau in diesem Moment setzt die Landesregierung vermeintlich ein Gerichtsurteil um, wobei sich dann die Frage stellt, ein Gerichtsurteil des Bundesverwaltungsgerichtes, nur Hessen war der Meinung, hier sofort einen Erlass herausgeben zu müssen, um die Schweinezucht zu korrigieren. Meine Damen und Herren, stellt man sich doch ernsthaft die Frage, was ist in Hessen eigentlich anders als in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz? Was hat die Landesregierung sich dabei gedacht, den Schweinezüchtern vorzuschreiben, innerhalb von 6 Monaten hier eine Veränderung vorzunehmen, was ihnen quasi die wirtschaftliche Grundlage entziehen wird, meine Damen und Herren, die wirtschaftliche Grundlage. Und dann haben wir, Herr Kollege Boddenberg, dann kommen Sie hier. Ja, natürlich sehen die Bauern das genauso. Genau erzähle ich denen das, weil wir mit denen auch genauso im Gespräch waren auf der Grünen Woche. Ich habe Sie auf der Grünen Woche nicht gesehen, aber die Bauern waren da, Herr Kollege Boddenberg. Die Bauern waren da, und sie haben uns angeschrieben, genauso wie sie alle anderen geschrieben haben. Wenn Sie das ernsthaft meinen, was Sie in Ihrem Antrag runtergeschrieben haben, da fragt man sich aber allen Ernstes, warum die Bauern dann protestieren. Fragt man sich allen Ernstes, warum die Bauern protestieren. Ich kann Ihnen nur sagen, Ihren Antrag hier zu lesen, das ist ein Stück weit, ist es ja fast Hohn und Spott. Man könnte meinen, wenn man Ihren Antrag liest, dass es diesen Erlass überhaupt nicht geben würde. Und ich kann Sie eigentlich auch nur auffordern, genau diesen Erlass wieder zurückzuziehen. Genau wieder zurückzuziehen. Meine Damen und Herren, es ist innerhalb von 5 Minuten nicht Zeit genug, um Ihnen die Fachlichkeit dafür zu erklären. Ich kann Ihnen aber nur sagen, wer das so macht, wer die wirtschaftliche Grundlage den Schweinezüchtern in Hessen wegnimmt und anschließend bedauert, dass wir Fleischimporte aus Osteuropa haben, zu Produktionsbedingungen, die wir überhaupt nicht kontrollieren können, zu Produktionsbedingungen, die intransparent sind, wer das dann bedauert, meine Damen und Herren, das sind dann wirklich Krokodilstränen. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass die Schweinezüchter in Hessen vernünftig arbeiten können. Wir werden unseren Antrag in den Ausschuss geben. Ich hoffe darauf, dass wir hier immer noch zu vernünftigen Lösungen kommen können, dass wir zu einer sachlichen Diskussion kommen können. Und ich glaube, Armin Müller als Vizepräsident des Hessischen Bauernverbandes ist heute da, wird sich aufmerksam anhören, was Sie heute dazu zu sagen haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Wiegel, CDU-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es geht um die Wutz. So sagt man Vogelsberg zumindest. Aber zur Sachlichkeit. Am 23.11. letzten Jahres hat das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Magdeburg bestätigt, wonach die Einzelhandlung von Sauen und Jungsauen zurzeit für 28 Tage in Zukunft nicht mehr möglich sein soll. Das Urteil ist leider, das muss man sagen, auch rechtskonform. Ich muss sagen, als Landwirt, dass ich dieses Urteil in seiner Intention aus fachlicher Sicht für falsch halte. Die Fachkunde zum Halten von Schweinen während der Rauche, zu Rangkämpfen in der Gruppenhaltung, aber auch Verletzungsgefahr für die Tiere bei zu breiten Kastenständen und zu Fragen des Arbeitsschutzes der Landwirte sind aus meiner Sicht nicht angemessen berücksichtigt. Aber wir befinden uns in einem Rechtsstaat, und in einem solchen haben wir die Einschätzung der Gerichte zu akzeptieren. Deshalb ist ganz klar, die längere Haltung in Kastenständen in der Ferkelaufzucht hat in Deutschland langfristig keine Zukunft. Das Urteil hat Konsequenzen, und die Landwirtschaft wird mittelfristig die Haltungsformen entsprechend ändern müssen. Das verlangt den Landwirten viel ab, gerade auch vor dem Hintergrund von 2 Jahren wirtschaftlicher Probleme. Aber es kann auch Chancen bieten, wenn wir behutsam vorgehen und es richtig machen. Gerade meine Fraktion, die im engen Austausch mit den Bäuerinnen und Bauern steht, also glauben Sie, Herr Kollege Lenders, auch ich habe mit den Berufskollegen einen engen Kontakt und habe mit ihnen gesprochen, hat zu Verunsicherungen geführt. Umso mehr begrüße ich, dass die Landesregierung bei der Amtschefkonferenz des Agrarressorts in der letzten Woche, also sehr schnell nach dem Urteil, beschlossen hat, dass wir schnell eine bundesweite einheitliche Regelung für die Zukunft brauchen. Wir brauchen schnell Planungs- und Rechtssicherheit für die betroffenen Betriebe. Die Landwirte sind bereit, etwas für mehr Tierwohl zu tun, aber sie brauchen klare Vorgaben, Verlässlichkeit, Investitions- und Vertrauensschutz. Es muss sichergestellt werden, dass neue Vorgaben auch wirtschaftlich umsetzbar und zumutbar sind. Das eine ist uns auch klar und auch kein Streit in der Koalition. Wir wollen die bäuerlichen Strukturen in Hessen erhalten. Wir wollen, dass gerade auch die kleinen, mittleren Betriebe wirtschaftlich überleben können. Wir wollen, hier könnt ihr mal ein bisschen leiser sein, Entschuldigung, wenn euch das nicht interessiert. Wir wollen, dass hier in unserem Land Viehhaltung und Veredelungswirtschaft stattfindet, weil wir nur so wirkliche Wertschöpfung im ländlichen Raum erhalten und echte regionale Produktion anbieten können. Das ist auch das Ziel der Landesregierung. Dabei haben die Bauern unsere Unterstützung. Wie gesagt, das Urteil wird seine Folgen haben. Es ist daher aus meiner Sicht nachvollziehbar, wenn man in der langfristigen Perspektive auf das sogenannte dänische Modell umstellt. Dabei werden die Schweine sehr viel kürzer in Kastenstellen gehalten und sind ansonsten in der Gruppenhaltung. Wenn wir jetzt bundesweit regeln, dass Neubauten und große Umbauten von Schweineställen nur noch genehmigt werden können, wenn sie diese Anforderungen erfüllen, ist das eine Regelung, auf die sich die Bauern einstellen können. Wünschenswert wäre, dass wir das schnellstens nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen EU umsetzen. Besonders wichtig ist mir und meiner Fraktion aber der Punkt, dass wir vernünftige Übergangsregeln brauchen. Wir müssen sicherstellen, dass die Landwirte diese Anforderungen auch erfüllen können, auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Einige Betriebe haben schon bei der Umstellung auf Gruppenhaltung aufgegeben. Die Umstellung braucht Zeit.
die wir mit einer vernünftigen Regelung zu Übergangsfristen auf Bundesebene schaffen müssen. Dafür braucht es Beratung, die wir durch den Landesbetrieb sehr fachkundig und nah an den Bauern anbieten. Der Landwirtschaftsbetrieb steht hier bereit, der Landesbetrieb, Entschuldigung, steht hier bereit und wird die betroffenen Betriebe fachkundig begleiten. Kollege Wiegel, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Lassen Sie mich nur noch einen Satz sagen. Ohne den in Rede stehenden Erlass würde seit November die kommunalen Veterinärbehörden in die Betriebe gehen und die Kontrolle durchführen. Der eine oder andere Veterinär würde sich nach dem Urteil richten, der andere nicht. Was wäre das für ein Durcheinander in unserem Land Hessen? Deshalb ist es besonders Kollege Wiegel, das sind schon mehrere Sätze. Deshalb ist es besonders wichtig, dass wir einheitlich vorgehen. Deshalb war der Erlass richtig. Danke. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Lotz, SPD-Fraktion. Ja, Frau Vorsitzende, Frau Präsidentin, Entschuldigung, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt geht es um die Wurst oder um das Schnitzel, wie auch immer. Ich will mal mit drei Punkten beginnen, mit drei Schlagzeilen. Einmal zur Eröffnung der landwirtschaftlichen Woche. Die Frau Ministerin wird es wissen. Sauenhalter protestieren gegen den Erlass des Hessischen Landwirtschaftsministeriums. Eine andere Überschrift aus der HNA, Schweinebauer stinksauer. Dann aus einem Agrarblatt, Top Agrar, Hessen verlangt Umbaukonzept innerhalb von 6 Monaten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir als SPD-Fraktion sind in der Tat aber auch nach dem Agrarministerbeschluss auch für den Tierschutz, für die Tiergesundheit und natürlich auch für die Ökonomie bei den Schweinezüchtern. Wir haben natürlich das Problem, dass im Moment dieser Erlass raus ist. Der Erlass sagt, Konzepte vorzulegen innerhalb von 6 Monaten, von 6 bis 12 Monaten. Und dann, wie geht es dann weiter? Das ist so ein bisschen mein Problem. Und da gebe ich der FDP-Fraktion Herrn Lenders recht. Dort müssen wir ein großes Stück nachlegen, um den Schweinehaltern in Hessen, die ja nun mal nicht die Masse in Deutschland ausmachen, ich glaube, wir haben 400 hier im Hessenland, aber denen müssen wir in der Tat zukünftig Sicherheit bieten, dass sie dann mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts umgehen können. Und ich glaube, darüber gilt es zu diskutieren. Der Herr Lenders hat das gesagt. Er will das im Umweltausschuss tun. Wir werden uns gut daran beteiligen und werden versuchen, den Schweinebauern weiterzuhelfen. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch, Kollege Lotz. Als Nächstes hat das Wort Kollegin Feldmayer, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auch nach unseren Informationen gibt es ca. 400 Betriebe in Hessel, die Ferkel aufziehen. Und uns ist sehr wohl bewusst, dass von diesen Betrieben Familien leben und dass dort Existenzen dranhängen. Das Urteil, das sogenannte Kastenstandurteil, besagt, dass das Tier im Kastenstand jederzeit eine Liegeposition in beide Seitenlagen einnehmen können muss, ohne dass die Gliedmaßen am weit entferntesten Punkt anstoßen. Da muss dann der Kasten entweder entsprechend groß sein oder neben den Kästen in jeder Richtung Platz sein. Man kann natürlich auch eine andere Tierrasse nehmen. Also da gibt es Alternativen. Das Urteil gilt für jedes in einem Kasten gehaltene Schwein. Das gilt für jeden Betrieb und das gilt für jedes Bundesland, Herr Lenders. Was die FDP hier gerade vorgetragen hat, dass sozusagen innerhalb von 6 Monaten hier alles umgesetzt werden muss, was Sie auch gerade in Ihrer Pressemitteilung, die Sie noch vor Ihrer Rede verschickt haben, geschrieben haben, ist
falsch. Es muss nicht innerhalb von 6 Monaten umgesetzt sein, sondern innerhalb von 6 Monaten muss es ein Konzept geben oder soll ein Konzept vorgelegt werden. Das kann auch verlängert werden. Und die Umsetzung, für die Umsetzung gibt es überhaupt keine zeitliche Befristung. Herr Lenders, von daher diese Informationen, ich weiß nicht, wo Sie die her haben, die können Sie nicht aus der Zeitung haben, nicht aus Agrar Top Online, nicht aus dem Hessischen Bauernverband, nämlich da sind die Fakten richtig dargestellt. Also das ist falsch, was Sie hier gesagt haben. Und natürlich ist dieses Urteil gut für die Tiere. Das ist im Sinne des Tierwohls. Aber es führt auch zu Verunsicherungen, das haben meine Vorredner schon gesagt, bei den sauenhaltenden Betrieben in Hessen. Denn diesen kommt die Umsetzung des Urteils zu. Und dabei können sich die Betriebe auf die Unterstützung der Landesregierung und der von ihr getragenen Fraktion verlassen. Denn wir haben kein Interesse daran, dass die Sauenhaltung in Hessen immer weniger wird. Und wir begrüßen, dass es mit Unterstützung des Landes Hessen gelungen ist. Und da war Hessen treibend gewesen, auf der Amtschefinnenkonferenz sich mit Bund und Ländern um eine einheitliche Umsetzung des Urteils hin zu einer tierschutzgerechten Sauenhaltung zu verständigen. Und das ist doch auch das, was Sie gefordert haben, Herr Lenders, wenn Sie mal kurz zuhören würden. Das genau macht die Landesregierung. Und genau das haben auch die Landwirtinnen und Landwirte gefordert, eine einheitliche Lösung. Und da war die Landesregierung, da war unsere Staatssekretärin treibend an diese Initiative. Und von daher bin ich ihr auch sehr dankbar dafür. Und ich finde den Vorschlag sehr gut, der gemacht worden ist auf der Amtschefinnenkonferenz, nämlich, dass es eine Anpassung der Tierschutznutztierverordnung gibt nach dem dänischen Modell. Das bedeutet nämlich auch noch mehr Tierwohl, denn bei dem dänischen Modell bleiben die Tiere zu 80% in Gruppenhaltung und sind nur wenige Tage in einem Kasten fixiert. Das ist ein guter Beschluss, meine Damen und Herren. Und ich konnte mir selbst zusammen mit der Ministerin in Dänemark auch ein Bild machen über das dänische Modell. Frau Kollegin Löber war dabei, Frau Ramseburg war dabei. Das funktioniert. Der Landwirt, der diesen Betrieb hat, hat gesagt, das funktioniert gut. Das ist kein Problem. Den Tieren geht es gut. Also, das wird hier anvisiert. Und von daher auch hier Glückwunsch an diesen Beschluss. Wir wollen praktikable und gute Lösungen für die Betriebe in Hessen. Und hier handelt die Landesregierung unterstützend und umsichtig. Die Zuständigkeiten zu überprüfen, es ist doch ganz klar, dass das in Hessen gemacht wird, und dass die Betriebe das Urteil umsetzen, das liegt bei den Kreisveterinärämtern, denn das ist bei uns in kommunaler Hand, wie wir alle wissen, Herr Lenders. Die Sauenhalter müssen dann selber entscheiden, wie die neuen rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Der Erlass, von dem die FDP redet, ist eine Handreichung. Und ich glaube, das müssen auch die Landwirtinnen und Landwirte zu Recht von einer Landesregierung erwarten. Und deswegen ist es gut, dass es so etwas gibt hier in Hessen. Also, meine Damen und Herren, es ist also hier viel im Gange. Die Landesregierung steht den Landwirtinnen und Landwirten zur Seite. Das dokumentieren wir mit unserem Antrag. Herr Wiegel hat es schon sehr gut ausgeführt. Aber eines will ich zum Schluss auch noch einmal sagen, ganz deutlich sagen. Die Gesellschaft stellt immer höhere Ansprüche an Lebensmittel, an die Tierhaltung und an die Landwirte. Und dieser Anspruch wird sicherlich nicht weniger werden in unserer Gesellschaft, wie wir wissen. Das haben auch mittlerweile die Landwirte und Landwirte verstanden. Und daher ist es richtig, dass am Thema Tierwohl weiter gearbeitet wird. Und das macht man am besten mit den Landwirtinnen und Landwirten zusammen. So möchten wir nämlich vorgehen, Herr Lenders, und nicht gegen Sie. Und da bin ich sehr dankbar über die Unterstützung der Landesregierung. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das grenzt hier schon ziemlich an Klamauk, was wir heute Abend machen, wenn ich mir überlege, was wir in diesem Haus zu Plenarwochen für wirklich hässliche Debatten darüber hatten, ob man einen Antrag am Ende des Donnerstags noch draufnimmt, der inhaltlich wirklich wichtig gewesen wäre, wo es hohen Druck gab, wo es hohe Not gab und wo hier debattiert geworden ist darüber, ob man es macht oder nicht und es man ganz oft nicht gemacht hat. Und wir jetzt hier einen FDP-Antrag beraten, der so viel Substanz hat, dass er das Papier nicht wert ist, auf dem er draufsteht, weil Sie nicht einmal in der Lage waren,
weil Sie nicht einmal in der Lage waren, den Erlass richtig zu interpretieren. Und ich finde es, ja, den meine ich doch die, ich meine doch die, nicht einmal in der Lage waren, einen Erlass richtig zu interpretieren. Nicht, dass ich der Meinung wäre, es wäre an der Stelle jetzt klug gewesen, die verunsicherten Bauern durch diesen Erlass jetzt noch mehr zu verunsichern. Es war wahrscheinlich nicht gerade strategisch sinnvoll, das an der Stelle zu tun, der keinen Handlungsdruck erzeugt, der keine dringende Not hat, hier beraten zu werden. Dann verstehe ich es wirklich überhaupt nicht. Und ja, natürlich muss man darüber reden, wie hier Tierhaltung funktioniert und wie die Landwirte wirtschaftlich überleben können bei dem Druck, der schon herrscht. Das ist eine wichtige Frage. Hätten wir gut im Ausschuss machen können, da hätte es meiner Meinung nach auch hingehört. Da können wir es auch tun. Und ich finde, dass man sehr genau gucken muss, was geht wie schnell. Und natürlich kann man in 6 Monaten keinen Stall umbauen. Das ist auch gar nicht gefordert. Also, von daher verstehe ich die Aufregung nicht. Ich verstehe durchaus, dass die Landwirte verunsichert sind. Diese Verunsicherung ist mit Recht da. Aber wir sollten uns doch an der Stelle fragen, und da werden Sie dann auch gefordert, wie kriegen wir es hin, Tierhaltung, Ökonomie und Ökologie an der Stelle in Einklang zu bringen? Wie kriegen wir es hin, Lebensmittel zu haben und ein Bewusstsein zu Lebensmitteln zu haben, dass die den Preis kriegen, den sie brauchen, dass das bezahlt wird, was notwendig ist, dass Menschen das auch bezahlen können, damit auch alle Fleisch essen können, dass Tiere trotzdem vernünftig aufgezogen werden und dass die bäuerliche Landwirtschaft in Hessen überleben kann. Diese Fragen sind wichtige und dringende Fragen. Die macht man aber nicht an einem Donnerstagabend kurz vor Toresschluss, sondern da überlegt man sich ernsthaft, wie man damit umgehen kann und veranstaltet nicht das, was wir hier gerade machen. Das finde ich dem Thema unangemessen. Das finde ich dem Thema unangemessen. Ich weiß gar nicht, worüber Sie sich jetzt aufregen. Mit Ihnen habe ich doch gerade gar nicht geredet. Und ich finde, wenn Sie etwas zu sagen haben, kommen Sie doch nach hier vorne. Kommen Sie doch einfach nach hier vorne und sagen, was Sie dazu zu sagen haben. Das offensichtlich auch wenig substanziell ist, weil sonst würden Sie nicht immer nur dazwischen quaken. Ich denke, wir sollten uns wirklich Gedanken darüber machen, wie wir da einen vernünftigen Einklang hinkriegen und wie wir die Landwirte in die Situation bringen, dass sie mit ihren Betrieben überleben können, dass sie das langfristig können, damit wir hier weiterhin bäuerliche Landwirtschaft haben. Herzlichen Dank. Das Wort hat Staatsministerin Hinz. Es liegt an Ihnen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zunächst einmal möchte ich betonen, dass die Hessische Landesregierung sehr froh ist, dass wir in Hessen noch bäuerliche Landwirtschaft haben, und unterstützen diese Strukturen auch nach Kräften. Ich verstehe die Verunsicherung der Bauern, die Sauen halten und die jetzt aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts sehen, dass ihre langjährige Praxis der Sauenhaltung so auf Dauer nicht mehr fortgeführt werden kann. Das hat seine Grundlage darin, dass das Land Sachsen-Anhalt gegen einen Unternehmer geklagt hat, gegen einen großen Sauenhalter, und Recht bekommen hat, weil diese Praxis der Kastenstände so nicht haltbar ist. Und das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde gegen die Nichtermöglichung der Revision abgelehnt. Und damit gilt das Urteil höchstrichterlich und unmittelbar. Das muss man schlicht und einfach zur Kenntnis nehmen, meine Damen und Herren, auch von der FDP. Das kann man nicht wegwischen. Das Interessante ist ja, dass das Bundesverwaltungsgericht darauf hingewiesen hat, dass die Tierschutznutzungsverordnung mit einer Übergangsphase bis 1998 die Kastenstände in der alten Form möglich gemacht hat und seit 1998 eigentlich gilt, dass die Sauen sich hinlegen können müssen und überall auch ihre Gliedmaßen ausstrecken können müssen. Das heißt, die Praxis war der Verordnung nicht angemessen. Jetzt haben wir das Urteil
das wir umsetzen müssen, und zwar in allen Ländern. Und Sachsen-Anhalt hat bereits in 2015 damit begonnen. Die sind auch schon recht weit in der Umsetzung. So viel zu dem Vorhalt, Hessen würde hier irgendwie über Gebühr vorangehen. Meine Damen und Herren, wir haben die Diskussion um die Kastenstände vorbereitet am runden Tisch. Und der Erlass, der von meinem Ministerium herausgegeben wurde, dient einmal der Planungs- und Rechtssicherheit für die betroffenen Landwirte, weil sie jetzt wissen, dass sie Zeit haben, entsprechende Konzepte zu erarbeiten, die anschließend auf Verhältnismäßigkeit, und das heißt Wirtschaftlichkeit hin überprüft werden in der Frage der Umsetzung. Es dient aber auch zur einheitlichen Handhabung in ganz Hessen und damit durchaus auch zum Schutz der Veterinäre, damit die wissen, was sie einfordern können und einfordern sollen. Sonst hätten die einzelnen Veterinäre direkt ab Dezember in die Ställe gehen müssen und sagen müssen, die Kastenstände müssen umgebaut werden. Das wollten wir nicht, und von daher gibt es jetzt eine Frist für die Entwicklung der Konzepte. Ich habe den Erlass persönlich mit dem Bauernpräsidenten besprochen. Ich habe den Erlass persönlich mit der Interessensgemeinschaft der Schweinehalter besprochen. Wir haben verabredet, dass nicht nur der Landesbetrieb, es gibt es, ich habe verabredet, dass nicht nur die Beratung sichergestellt wird über den Landesbetrieb Landwirtschaft, sondern dass wir auch Pilotprojekte in landwirtschaftlichen Betrieben durchführen. Das kann aber, da haben Sie wahrscheinlich nur mit einem Teil gesprochen und nicht mit denjenigen, mit denen ich über den Erlass gesprochen habe. Das mag ja sein. Auf jeden Fall ist es so, dass wir Pilotprojekte vereinbart haben, auch in Hessen, in den einzelnen Betrieben, um deutlich zu machen, wo es in Zukunft hingehen kann und worauf dann auch die entsprechende Beratung abgestellt werden kann. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt eine Amtschefskonferenz geschafft haben, einen einstimmigen in der Agrarministerkonferenz, weil das deutlich macht, dass die Zukunft in dem dänischen Modell liegt. Also auch hier haben wir Planungssicherheit, und wir werden uns bis zum März darum kümmern, gemeinsam, wie die Übergangsphase gestaltet werden kann im Bestand. Und wir werden hier die Bauern in Hessen weiterhin unterstützen, damit sie ihre Betriebe sichern können, damit sie tierwohlgerecht arbeiten können. Und für die Zukunft werden wir die Tierschutznutzungsverordnung im Hinblick auf das dänische Modell ändern. Das ist bundeseinheitliches Vorgehen. Das haben wir einstimmig so über alle Ländergrenzen beschlossen. Und das können wir gerne im Ausschuss auch weiter erörtern. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dann wird die Anträge Tagesordnungspunkt 54 und 60 in den ULA überwiesen. Jetzt haben wir nur noch die unerledigte Tagesordnung 20, 21, 22, 28, 35, 47 und 48 gehen ins nächste Plenum. Tagesordnungspunkt 61, wie soll mit dem verfahren werden? Direkt in den SIA. Damit sind wir am Ende der Tagesordnung. Und ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Und möglichst wenig Schweine.